Springe, da fällt mir ein. Der Saupark, das Jagdschloss und natürlich die Stadt Eldachsen, die zu Springe gehört. Mit ihrem großen Volksfest, dem städtischen Freischießen. Und natürlich ihrem Honigkuchen- und Senffest. Einer sehr ungewöhnlichen, aber für Eldachsen ganz, ganz typischen Kombination. Onnenberg ist eine Stadt mit vielen verschiedenen Gesichtern. Hier am Kirchhofe, die alte Kirche. Dann Empelde, eine ganz moderne Stadt, fast großstädtisch geprägt. Und dann wieder Imerolofen, ländlich und eines der schönsten Dörfer Niedersachsen. Und nicht zu vergessen, die hochmoderne Biogasanlage von Ronnenberg, die als eine der wenigen Anlagen in Deutschland einspeist ins Erdgasnetz. Das ist tatsächlich der Weg in die Zukunft. Hemmingen zeichnet sich aus durch vielfältiges bürgerschaftliches Engagement. Ganz besonders denke ich da natürlich an die Bürgerstiftung in Hemmingen, die zum Beispiel Hemmingen musiziert oder aber auch Hemmingen liest initiiert hat. Und für Hemmingen für die nächste Legislaturperiode ganz, ganz wichtig, endlich Realisierung der B3 Ortsumgehung in Devese und in Arnhem. Ist ein außerordentlich liebenswertes Städtchen im Kahlenberger Land mit einer ganz hervorragenden Verkehrsanbindung, der Moderne und der Tradition gleichermaßen verpflichtet und natürlich sehr, sehr stolz auf unseren Nationalspieler Per Mertesacker.